Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 91. Das ist der Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag des Ministers der Finanzen im Rahmen des GZSG-Gesetz für das Maßnahmenpaket. Ich darf zunächst einmal zur Berichterstattung bitten den Ausschussvorsitzenden Höck selbst, den Kollegen Wolfgang Decker. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen einen Kurzbericht den Haushaltsausschuss geben zum Antrag Minister der Finanzen auf Erteilung Zustimmung des Haushaltsausschusses gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 GZSG zum 4. GZSG-Maßnahmenpaket. Hierzu verweise ich auf das Schreiben des Ministers der Finanzen vom 27. Oktober 2020, die Ausschussvorlage 2017 und vom 3. November 2020, Ausschussvorlage 2017a. Der Haushaltsausschuss hat den Anträgen des 4. GZSG-Maßnahmenpakets zugestimmt. Und zu den vorliegenden Anträgen wurden die Beschlüsse mit folgenden Mehrheiten gefasst. Das wollen Sie bitte der Vorlage, die Ihnen auf dem Tisch liegt, bitte entnehmen, einschließlich der Begründung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Decker. Damit ist die Berichterstattung gegeben. Ich darf die Aussprache eröffnen und als ersten Redner aufrufen den Kollegen Bernd Vohl für die Fraktion der AfD. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Auch das 4. GZSG-Maßnahmenpaket enthält wieder einmal Leistungen, denen wir nicht zustimmen können. Dies, weil weder echte Probleme angepackt werden, noch die vorgeblichen Probleme in einer wie auch immer gearteten Beziehung zur Corona-Pandemie stehen. Wir müssen uns stets in Erinnerung rufen, unter welcher Überschrift der Schuldenbremse bereits bei ihrem ersten Anwendungsfall alle Zähne gezogen wurden. Dem politisch ungeschulten Beobachter mag sich zunächst der Eindruck aufzwingen, dass die Landesregierung am laufenden Band mit viel neuem Geld Probleme löst, die eigentlich niemand hat. Tatsächlich ist aber ein neues Zeitalter angebrochen. Die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Zielen abzuwägen, ist Geschichte. Die Landesregierung konnte ihren Haushaltsspielraum dank Corona so stark ausweiten, dass sie nun für ihre ökobewegte Klientel jede Maßnahme, der sie Signalcharakter zuschreibt, auf den Weg bringen kann. Egal wie teuer und überflüssig sie denn sein sollte. Schöne Beispiele sind hier das Sonderprogramm zur Förderung der energetischen Modernisierung von privaten Wohngebäuden, die Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten sowie von kommunalen Informationsinitiativen und, man höre, die Eigenkapitalerhöhung der nassauischen Heimstätte um sage und schreibe 200 Millionen Euro. Nach dem Wegfall jeglicher Budgetrestriktion möchte die Landesregierung neben dem Weltklima ganz in der Tradition der Keynesianer mit viel Geld die Wirtschaft retten. Erwähnenswert ist die Beschreibung des Programms zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten. Sie soll zum einen verhindert werden, dass Corona-bedingt wichtige Investitionen mit energie- und klimaschutzpolitischer Wirkung zurückgestellt werden, was für einige hier wahrscheinlich den Untergang der Welt bedeuten würde. Zum anderen soll mit der Aufstockung der Klimarichtlinie und der Streichung der Eigenbeteiligung von Kommunen schnelle Investitionen losgetreten werden. Dass eine Vollfinanzierung durch das Land falsche Anreize für den Umgang mit den Geldern setzt, scheint egal zu sein. Es ist mehr als genug da. Noch etwas zum dritten Beispiel aus dem aktuellen Maßnahmenpaket.
die Eigenkapitalerhöhung der nassauischen Heimstätte. Diese kommt neben dem betriebswirtschaftlichen Interesse der Gesellschafter, ich möchte wiederholen, neben dem betriebswirtschaftlichen Interesse der Gesellschafter, so steht es geschrieben, auch dem Bedürfnis entgegen, endlich mal wieder einen Schlag, eine etwas größere Summe aus dem Sondervermögen auszugeben. Tatsächlich fiel es der Landesregierung bisher nicht so leicht, wie sie zunächst annahm, Abnehmer für die Mittel aus ihrer wirklich überdimensionierten Wahlkampfschatulle zu finden. Unterm Strich wurden bis zum 30. September 2020 nur gut ein Drittel der für das Jahr 2020 bewilligten Gelder ausgezahlt. Grund hierfür könnte die Lebensferne vieler Programme sein, liegt deren Zielsetzung doch vor allem auf der Verwirklichung der Projekte aus dem grün-schwarzen Koalitionsvertrag. Das neue Geld erlaubt den Koalitionären, in einer Weise zu gestalten, wie sie noch vor Kurzem niemals für möglich gehalten hätte. Freudig wird mit unzähligen Pressemitteilungen verkündet, welche Programme man durchwinken konnte. Tatsächlich hätte selbst in 3 oder 4 weiteren Legislaturperioden von Grün-Schwarz, Gott bewahre uns davor, kaum so viel Unsinn finanziert werden können, wie jetzt aufgrund von Corona und dem Sondervermögen. Die Frage, die man sich deshalb in der Staatskanzlei stellen sollte, ist die, ob man für eine so weitreichende Umsetzung grüner Politikvorstellungen wirklich ein Mandat bekommen hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Vohl. Nächste Rednerin ist die Abg. Schardt-Sauer für die Fraktion Die Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Schnell, sofort und zielgenau, das war die Verheißung des Einsatzes der Mittel bzw. der Kreditermächtigung, weil Vermögen gerät ja immer, es ist was da, es muss ja erst geliehen werden, der Kreditermächtigung aus dem Sondervermögen. Wir haben heute hier aufgerufen, den Bericht über das vierte Maßnahmenpaket, was ist im letzten Haushaltsausschuss dazu passiert. Und es gehört ein Stück weit begleitend auch dazu. Wir haben jetzt ein interessantes, spannendes Verfahren. Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren von dem Staatsgerichtshof. Mag er auch sehen, ob die unmittelbare Zweckbestimmung von Mitteln spielt, nämlich es ist kein alberner Corona-Check, Herr Kaufmann, sondern es ist die Frage, ob die Mittel wirklich für die Abwendung von Folgen aus der Corona-Krise ausgegeben werden. Und das werden wir immer wieder überprüfen. Und so ist hier die Gelegenheit, das ist auch sehr schön, damit es auch keine Irritationen mehr gibt und bei den Gerichtsverfahren das zu dokumentieren, was in den einzelnen Maßnahmenpaketen passiert. Was haben wir getan im vierten Maßnahmenpaket? Was haben Mehrheiten getan? Was haben sie nicht getan? Da sei nur einmal aufgerufen, dass Sonderprogramm zur Förderung der energetischen Modernisierung von privaten Wohngebäuden politisch durchaus ein interessantes Ziel, aber nicht notwendig, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Durchgefallen im Corona-Check. Folgerichtig haben FDP und SPD das abgelehnt. Besonders schön wird es, nachhaltig, aber auch an der Sache vorbei, die Erhöhung des Eigenkapitalerhöhung der nassauischen Heimstätte. Da wollen Sie auch entsprechend für die Landesvermögensverwaltung entsprechende Beträge haben. Da haben auch die Klageparteien SPD und FDP gesagt, das ist schön und gut, inhaltliche Ziele, wobei die nassauische Heimstätte vielleicht erst einmal an der internen Manöverkritik arbeiten sollte, aber nicht notwendig, den Schuldenberg der hessischen Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen, durchgefallen im Corona-Check. Schnell schon wieder die Regierungsbank. Also, sie hat heute ein extremes Mitteilungsbedürfnis. Dabei reden wir doch schon so lange, 19.21 Uhr. Sagen Sie doch einfach einmal etwas Konkretes, Herr stellvertretender Ministerpräsident. Aber lassen Sie uns Abgeordneten, wir kriegen ja auch die Verordnung hinterher, nur lassen Sie uns wenigstens einmal das Wort ungestört.
Schnell, sofort und zielgenau. Und dazu gehört auch, was Sie nicht tun. Und jetzt hat sich ja heute schon ein Minister, wie gesagt, eine sehr lebhafte, irgendwie unruhige Landesregierung heute. Heute hat ein Minister sich ja auch schon zu persönlichen Erklärungen, ja, hippelig, wird, ach, passt ja zum Thema Schule. Danke. Die Frage der Klassenräume. Eine Herausforderung in der Corona-Pandemie könnte ja durchaus sein, im Jahre 2020 Räumlichkeiten virenfrei zu gestalten. Das ist ja durchaus. Ich finde es ein bisschen unruhig, Regierungsbank hinter mir. Frau Kollegin, Frau Kollegin, das war in diesem Fall eine Kommunikation der Kanzlei mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD. Nein, die waren diesmal still. Also, die sind völlig unschuldig gewesen in diesem Fall. Wird Ihnen alles nicht angerechnet, liebe Frau Kollegin Schardt-Sauer, aber Sie haben jetzt auch wieder das Wort. Bitte. Ganz herzlichen Dank. Und man muss auch mal schmunzeln können über so Dinge, zumal wenn wir uns ja schon sehr lange heute bemühen um Dinge. Was tun Sie nicht? Und das ist wirklich nicht zum Lachen. Ich glaube, es geht vielen hier im Raum so, vermutlich allen, dass sie Zuschriften bekommen von Eltern, von Lehrern, wie es an den hessischen Schulen aussieht. Dass es vor allen Dingen kalt ist, außen. Und dass die Lüftung durch Fenster allein nicht die modernste Form angemessen einem Industrieland im Jahre 2020 ist, sondern dass es andere Technologien gibt, um Räumlichkeiten virenfrei zu gestalten. Und da müssen Sie sich vorhalten lassen, wir haben seitens der FDP-Fraktion im Haushaltsausschuss einen Antrag gestellt, dass die Landesregierung einen Antrag stellt, so die Formalität auskömmlich, und das heißt 109 Millionen € zur Verfügung zu stellen, um Räumlichkeiten entsprechend den Standards, den Hygienestandards auszustatten, damit die Kinder nicht allein nur mit Lüften und dicken Daunenjacken ihre Bildung genießen, sondern entsprechend dem Standard. Und lassen Sie mich noch zwei Dinge sagen, und ich habe es ja gerne. Und ich habe es gerne mit den Fakten. Ich sagte ja schon, das ist ja was Schönes bei der Haushaltspolitik. Falls das nachher wieder kommt, das sei ja eh alles für 10 Millionen € wurden dann nämlich von der Landesregierung vorgeschlagen. Lächerlich geringe Summe angesichts der Herausforderungen. Und das sind die Fakten auch heute zu der persönlichen Erklärung. Im Haushaltsausschuss 4.11. 10 Millionen € für Luftfilter, CO2-Ampel. 6.11. zwei Tage später, Vereinbarung zwischen Landesregierung und Kommunalen Spitzenverbänden über die Aufteilung der 2,5 Milliarden €. Darin ist ein Posten von 100 Millionen € Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas. Also, es geht ja immer mal das Runddeklinieren. 25 Millionen € für die Beschleunigung, Ausbau der Ganztagesbetreuung. 65 Millionen € für weitere Maßnahmen. 10 Millionen € Luftfilter. Also, wenn man da mal anfängt abzuschichten, sind diese gigantischen Summen nicht so. Wir stellen fest, schnell und zielgenau helfen, das wollen Sie nicht wirklich. Und so ist es so, dass es sehr jämmerlich aussieht mit der Gewährung der Bildungsgarantie an hessischen Schulen. Schade, wieder eine Chance vertan. So viel zum Corona-Check. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Nächster Redner ist der Kollege Frank-Peter Kaufmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, zu später Stunde am 11.11. denke ich, sind wir nachsichtig, vor allem mit der verehrten Kollegin, die ja schließlich aus Düsseldorf gebürtig ist und von daher mit dem heutigen Datum eigentlich eher andere Wünsche verbindet als das, was wir gerade hören mussten. Verehrte Kollegin Schardt-Sauer, ich bleibe trotzdem dabei, so wie Sie Ihren Corona-Check ansetzen, ist er von Albernheit kaum noch zu überbieten, weil Sie immer noch nicht, obwohl Sie eigentlich wissen müssten, verstanden haben, dass wir nicht nur unmittelbare Bekämpfung der Situation aufgrund der Pandemie aus dem Sondervermögen finanzieren wollen, sondern immer angesagt haben, dass wir auch der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen wollen.
Das hat man früher einmal Konjunkturprogramme oder ähnlich genannt. Ich hatte Ihnen schon sehr ausgiebig vorgetragen, was in unserem Nachbarland Rheinland-Pfalz genau zu diesem Thema gesagt wurde. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Ihr Parteifreund und neuer Generalsekretär ist exakt der Staatsminister im Nachbarland, der diese Maßnahmen, und zwar völlig ähnliche, abwickelt und für richtig hält. Von daher, wenn Sie, dann sollten Sie ihm vielleicht auch einmal den Corona-Check nach Schardt-Sauer, ein neuer Begriff vielleicht, nahebringen. Einen zweiten Punkt will ich noch ansprechen, weil Sie sich darüber auch aufgelassen haben. Man könnte den freundlichen Hinweis geben, dass ein Blick ins Gesetz die Rechtslage klärt, nämlich die 200 Millionen Euro als Kapitalerhöhung bei der Nassauischen Heimstätte sind nach dem gültigen 141er-Gesetz, schauen Sie § 4 nach, eine Finanztransaktion, die auf jeden Fall kreditfinanziert werden kann, und zwar innerhalb der Grenzen der Schuldenbremse. Insoweit an dieser Stelle, auch wenn es hier um die Förderung von Wohnraum, der ja gerade pandemiebedingt erkennbar besonders wichtig ist, auch wenn es darum geht, unabhängig davon ist an dieser Stelle anzusetzen, Ihr, wie heißt das Ding, Corona-Check erst recht albern. Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir sprechen ein zweites Mal über die Maßnahmen des Maßnahmenpakets, die wir im Haushaltsausschuss schon sehr ausgiebig über Stunden wieder diskutiert haben. Und der Antragsteller, dass wir diesen Bericht jetzt hier empfangen haben und besprechen können, hat allerdings, verehrter Kollege Vohl, überhaupt nichts dazu beigetragen, sondern Sie haben eher deutlich gemacht, Sie wollen eigentlich nur Störmanöver machen. Das dürfen Sie, das können Sie auch fortsetzen. Nur an einem werden Sie uns nicht hindern. Die Regierungsmehrheit wird dafür sorgen, dass wir möglichst gut durch die Pandemie kommen und denjenigen in Hessen, die Hilfe brauchen, auch effektiv Hilfe zukommen lassen. Das ist unsere Aufgabe. Die werden wir erfüllen. Da lassen wir von Ihrem Gerede uns auch nicht von abbringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kaufmann. Nächster Redner ist der Kollege Thorsten Warnecke für die Sozialdemokraten. Hochverehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf sagen, lieber Herr Kaufmann, Ihre Rede war jetzt auch nicht so besonders humorvoll und sie war auch nicht gereimt. Sie war auch nicht gereimt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns jetzt zum vierten Mal zu befassen mit einem Maßnahmenpaket. Und wir haben einmal zusammengerechnet, wir haben im Moment aus den Maßnahmenpaketen eigentlich 1,648,4 Milliarden Euro ausgegeben, von 12. Wir haben jetzt November. Das Geld ist aber noch gar nicht ausgegeben worden. Wenn man den Quartalsbericht anguckt, hätten wir die 661 Millionen € für die Kommunen im Zusammenhang mit den Gewerbesteuerausfällen schon auszahlen müssen. Ich weiß nicht, was da das Hindernis ist. Und die 552 Millionen € noch einmal vom Bund. Da wäre schon ein großer Teil weg. Aber diese Summen stehen offen, sodass man sich nicht selten fragt, wenn denn alles so dringlich ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum wird das Geld nicht ausgezahlt? Corona ist seit März. Und die Maßnahmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Maßnahmen, über die wir diskutieren, sind immer dringend und eilig. Und nun, lieber Herr Kaufmann, kommen wir einmal zu zwei Dingen, die offenkundig bei Ihnen immer ein Problem hervorrufen. Das Problem nämlich, dass wir uns eines Verfahrens bedienen, wonach die Opposition das erste Mal in Kontakt tritt mit dem, was Sie wollen in Corona-Zeiten, was Sie wollen in diesem Ausschuss. Und da haben wir ja schon das letzte Mal und das vorletzte Mal und das vorvorletzte Mal gemerkt, dass es immer zu Ärgernissen führt, wenn wir Nachfragen haben. Wir lesen den Text. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur bemüht, einen vernünftigen Text zu schreiben, damit wir auch wissen, wie das im Zusammenhang mit anderen Programmen steht, sondern sind auch bereit, das zu erklären.
Das führt manchmal dazu, dass die Diskussion etwas länger dauert und manchmal zu Ihrer Verwunderung nach längerer Diskussion, dass dann auch noch alle zustimmen. Die Parlamentarier dieses Parlaments wollen das erste Mal wissen, worum geht's, weil es in den Ausschüssen ja nicht behandelt wird, wie bei normalen Nachtragshaushalten, wo es dann Lesungen gibt, wo es dann Anhörungen gibt, wo die Möglichkeit in kursorischen Lesungen besteht, noch einmal nachzufragen. Die wollen dann einfach mal, doch, wir wollen das dann einfach mal genau wissen. Und darüber ärgern Sie sich. Und darüber ärgern Sie sich, obwohl Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist jetzt kein Faschingsscherz, ja damals uns versprochen haben, Hauptgrund für die Einrichtung des Sondervermögens sind aus unserer Sicht, also der GRÜNEN, die eindeutigen Vorteile, die das Sondervermögen gegenüber den Trippelschritten für Einzelhaushalte hat. Hört, hört. Und jedes Mal gibt es Gelärch darüber, wenn wir nachfragen. Und man merkt auch einen Unmut. Und man merkt vor allen Dingen, dass die Regierungsfraktionen in der Regel nichts nachzufragen haben. Hat es da vorher Geheimsitzungen gegeben? Woher wussten Sie das alles? Wir wussten das nicht. Ist das? Na ja. Das ist für Sie dann vielleicht die eine oder andere Frage. Ja, das ist die Frage der Haltung zum Parlament, zu uns allen. Nicht die Haltung zur Regierung, die mögen Sie dann als Mehrheit anders definieren. Aber es ist erst einmal die Frage, wie kollegial es ist, wenn Kolleginnen und Kollegen Dinge nachfragen, zu sagen, das nervt aber jetzt, wir wollen nach Hause. Leute, so geht das nicht, um das einmal deutlich zu formulieren. Da muss man eine andere Haltung an den Tag legen. Und vielleicht in dem Zusammenhang, der vorhin eine ganz andere Rolle gespielt hat. Wir haben ja damals nachgefragt, und damals ist vor wenigen Tagen gewesen, wie ist das hier mit den Raumluftanlagen? Wie viel sind es denn? Ja, in Hessen hätten wir 40.000 Klassenräume, 40.000, und für 2.000 hat man Geld vorgesehen. Nachfrage, wird denn mehr Geld vorgesehen? Nee, eigentlich sei das ja Aufgabe der Kommunen. Warum? Weil die Kommunen natürlich für die Gebäude zuständig sind. Jetzt ist die Antwort so indirekt, aber man hat sich jetzt offenkundig überlegt, na ja, vielleicht ist es doch besser, wenn das Land das doch bezahlt. Klammer auf, wenn das Land es vorschriebe, wäre sowieso Konnexität gegeben. Und darum drückt man sich ja bei vielen Maßnahmen herum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, natürlich, wenn Sie den Klassenräumen vorschreiben, dass Sie das so zu machen haben, dann müssten wir mal über Konnexität aber ganz verschärft nachdenken. Aber das zeigt nur, dass Sie offenkundig in dem Moment, wo wir gerade etwas beschlossen haben, Sie das Geld noch nicht einmal ausgegeben haben, die 10 Millionen, schon wieder irgendwas anderes machen, was dann demnächst als neues Maßnahmenpaket vorgestellt wird. Und so haben wir leider den Eindruck, wenn man mal die 661 Millionen von den von mir gerade genannten 1,6 Milliarden ungefähr abzieht und die 200 Millionen auch für das Wohnbauprogramm, dass viele kleine Programme da sind, die ja zum Teil dieses Jahr gar nicht beginnen. Das ist übrigens der Trick haushalterisch. Wir können ja nächstes Jahr auch Haushalte machen, wo wir sagen, dieses Jahr brauchen wir gar kein Geld, wir brauchen das Geld über und über und über übermorgen. Bisschen komisch mit Blick auf Haushaltsklarheit und Wahrheit, wenn Sie sagen, eigentlich können wir dieses Jahr sowieso kein Geld ausgeben. Corona ist seit März, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb zum Abschluss, wir sollten das nicht so, wie es manchmal hier im Ausschuss diskutiert wird, einfach wegtun, sondern mal fragen, 12 Milliarden haben Sie, 1,648 Milliarden zur Auszahlung anstehen, haben Sie noch nicht hingekriegt. Was passiert da eigentlich bei Ihnen? Und schließlich noch eine Frage an die AfD. Die FDP und die SPD haben ja eine Klage eingereicht. Sie wollten ja schneller sein als wir. Da gab es ja damals eine Pressemitteilung, doch, im Juli angekündigt, damit dann der Eindruck erweckt wird, na ja, die anderen Parteien sind da irgendwie hinterher. Gibt es denn jetzt schon ein Gutachten? Gibt es irgendwann mal das Klagen vor dem Staatsgerichtshof oder fällt das dieses Jahr aus? Wäre sehr interessant für uns, damit wir auch wissen, welche Argumente Sie da haben oder ob Sie eigentlich sagen, war nur mal eine Idee. Ja, aber Sie haben dazu keine Pressemitteilung seit Juli, glaube ich, mehr rausgeschickt. Herr Kollege, Sie müssten langsam zum Ende kommen und die Diskussion vielleicht dann en revue führen. Sie haben da irgendwas noch einmal öffentlich zu machen. Gut, dann danke ich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche uns noch einen schönen Abend und trotz allem eine schöne Faschingszeit. Helau. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Helau. Nächster Redner ist der Abg. Jan Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erstens. Wir leben in einer tiefen Krise. Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz haben eine sich ohnehin schon abzeichnende Wirtschaftskrise dramatisch beschleunigt. Wir haben einen massiven Wirtschaftseinbruch. Millionen Menschen bangen um ihre Existenz. Soziale Ungleichheit wächst. Klimakrise ist nicht verschwunden.
Deswegen, zweitens, ist es völlig richtig in einer solchen Krise, wenn der Staat Kredite aufnimmt, um das Gemeinwesen am Laufen zu halten und die Wirtschaft anzukurbeln. Drittens, dafür ist es auch richtig, die Schuldenbremse auszusetzen. Wenn es nach uns geht, sollte man sie sogar besser abschaffen. Viertens, um das alles zu machen, kann man den Weg eines Sondervermögens gehen. Denn dadurch fünftens wird in bestimmten Bereichen die Stellung, da könnten Sie mal zuhören, Herr Kollege Rudolph, die Stellung des Parlaments deutlich gestärkt, weil durch den Zustimmungsvorbehalt des Haushaltsausschusses das Parlament jetzt auch im Vollzug von Maßnahmen mitsprechen kann und nicht nur einmal im Jahr den Haushalt aufstellt und wir sogar Maßnahmen aus dem Sondervermögen hier im Hessischen Landtag diskutieren können, wie es unsere Fraktion bei der Beratung zum Gesetz zum Sondervermögen vorgeschlagen hat. Sechstens. Viele Maßnahmen, die aus dem Sondervermögen finanziert werden, sind auch sinnvoll. Vielen davon hat die Opposition insgesamt sogar auch zugestimmt. Und für unsere Fraktion ist es nicht entscheidend, ob die Maßnahmen einen Corona-Bezug haben, sondern ob sie gesellschaftlich sinnvoll und notwendig sind. Siebtens. Der erste Quartalsbericht liegt jetzt vor. Bisher sind nur 34% der bewilligten Summe überhaupt verausgabt. 835 Millionen von 2,42 Milliarden für das Jahr 2020. Selbst wenn man die 660 Millionen, die noch für den Ausgleich für die Gewerbesteuer für die Kommunen vorgesehen sind, mit dazu addiert, ist da noch deutlich Luft nach oben, was die Maßnahmen angeht, die die Landesregierung sich selber vorgenommen hat. Es stellt sich also die Frage, ob Sie überhaupt das Geld brauchen und verausgaben, das Sie selber veranschlagt haben. Achtens. Zu den Maßnahmen. Vieles von dem, was wir jetzt hier diskutieren, war im Ausschuss unstrittig. Die Unterstützung des Hessischen Landestheaters in Wiesbaden, dem haben alle zugestimmt, außer der AfD, die hat es nicht so mit Kultur. Das Sonderprogramm Gastronomie oder auch der Sonderzuschlag für die Pflegekräfte war völlig unstrittig. Gemeinsam haben wir festgestellt, na ja, nicht ganz gemeinsam, das war dann doch eher die Perspektive von Linken, von der SPD und der FDP, dass bei 40.000 Schulen, der Kollege Warnecke hat die Zahlen genannt, 10 Millionen Euro für Luftfilter und die Ertüchtigung, um die Schulen im Corona-Winter zu verbessern, nicht ausreichen. Da braucht es auch keine großen Rechenkünste. Trotzdem haben wir uns der Zustimmung nicht verwehrt, auch wenn wir wissen, dass die Bedarfe viel, viel größer sind. Aus unserer Sicht ist auch die Förderung von energetischer Sanierung und Modernisierung wichtig, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wir wissen, dass im Gebäudebestand sehr viel CO2 freigesetzt wird. Gleichzeitig ist es, und es ist auch in Ordnung, wenn man das Eigenkapital der Nassauischen Heimstätte erhöht, um eine Klimamodernisierung voranzutreiben. Gleichwohl, dafür bräuchte man eigentlich nicht das Sondervermögen. Da könnte man auch so Kredite aufnehmen. Und wir sind der Meinung, man muss dann die energetische Sanierung auch gerecht ausgestalten. Das fehlte bisher in Ihren Vorlagen. Man muss sich nämlich dafür sorgen, dass nicht die notwendigen Maßnahmen des Klimaschutzes von denjenigen Menschen bezahlt werden müssen, die am wenigsten Geld haben. Und deswegen müssen Sie da noch einmal nachbessern und für eine warm mietneutrale energetische Sanierung des öffentlichen Wohnungsbestandes sorgen. Fazit. Viele der Maßnahmen, die wir jetzt heute hier diskutieren, sind nicht verkehrt. Sie reichen aber natürlich bei Weitem nicht aus, um die sozialen, die ökologischen und die gerechten Anstrengungen zu unternehmen, um Hessen wirklich voranzubringen. Da ist noch viel zu tun, und darüber müssen wir dann in den Haushaltsberatungen diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Für die CDU spricht der Abg. Michael Reul. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als ersten Satz möchte ich hier bemerken, wir haben im Haushaltsausschuss über 5 Stunden
intensiv in öffentlicher Sitzung diese Dinge diskutiert. Ich glaube, einen besseren Beweis gibt es nicht, dass dieses Sondervermögen transparent ist und dass wir alle daran beteiligt sind und mehr beteiligt sind als jetzt in einer Debatte mit nur 5 Minuten. Wie gesagt, wir haben uns über 5 Stunden Zeit dafür genommen. Ich möchte 3 Punkte herausgreifen und, wie gesagt, tue Gutes und rede darüber, im Gegensatz zur FDP. Punkt 1, der sehr wichtig ist. Wir stellen über das Sondervermögen sicher, dass Verbrauchsmaterial und auch Logistik für die Impfungen vorgesehen wird und dass das Land Hessen sich darauf vorbereiten kann, wenn der Impfstoff, worüber wir uns alle freuen, dann vorrätig ist und damit diese Impfungen auch durchgeführt werden können. Deshalb haben wir auch kurzfristig und transparent aus dem Sondervermögen dort finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, in Summe 20 Millionen Euro, damit wir diese Dinge auch gemeinsam abdecken können. Einen zweiten Punkt möchte ich erwähnen, der auch besonders ist, die Einrichtung einer sogenannten Notfallkasse. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wichtig, dass wir ein Instrument haben in Hessen, wo wir auch, wenn wir mit den Programmen nicht alle erreichen, die unsere Hilfe benötigen, dass wir die Möglichkeit haben, über die Notfallkasse dort auszuhelfen, auch kurzfristig und schnell zu reagieren. Ein weiteres Argument für das Sondervermögen. Und drittens, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sonderleistungen für die Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Dort hat der Bund ein Programm aufgelegt, und das Programm unterstützen wir noch einmal von Landesseite. Auch dies machen wir kurzfristig. Das wäre eigentlich normal mit den Nachtragshaushalten überhaupt nicht möglich, in dieser Schnelligkeit zu Entscheidungen zu kommen und zu Unterstützungsleistungen zu kommen. Dies machen wir ebenso über das Sondervermögen. Ein dritter wichtiger Punkt. Und ich will darauf eingehen, weil es mit dazugehört in diesem Kontext. Wir haben in der letzten Haushaltsausschusssitzung den Quartalsbericht zum 30.09. vorgelegt bekommen. Dieser Quartalsbericht ist detailliert, ist sehr informativ. Und, liebe Kollegin von der FDP, der Blick dort hinein beantwortet die meisten Fragen, die Sie sonst hier in den Raum stellen. Sie können dort alles ablesen. Sie können in der Haushaltsausschusssitzung nachfragen, was Sie auch tun, und über den Corona-Check hinaus können Sie dort Informationen ablesen, die sehr erhellend sind. Und wir sind sehr dankbar für den vorgelegten Quartalsbericht, weil er sehr detailliert ist und Beträge auch weit unter 10.000 Euro mit aufgegriffen hat und sie detailliert darstellt. Wo haben wir das heutzutage? Das haben wir nicht, wenn wir uns nur mit einem Haushalt beschäftigen, sondern dies ist quasi ein Ausfluss aus dem Sondervermögen, ein guter Quartalsbericht, der sehr detailliert und informativ ist und alle Beträge aufgeführt hat. Dies ist auch ein weiterer Punkt der Klarheit und der Transparenz. Und wie gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind sehr froh darüber, dass wir dies so haben. Und wenn Sie kritisieren, dass dort zum 30.09. erst 850, 860 Millionen Euro ausgegeben sind, dann bedenken Sie einmal, was wir beschlossen haben, den Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen zusammen mit dem Bund allein für das Land Hessen 661 Millionen Euro. Die sind im Oktober abgeflossen. Deshalb sind die im Quartalsbericht noch nicht drin. Deshalb, wenn Sie die Zahlen vergleichen, dann müssen Sie auch die Maßnahmen mit dazuzählen, die mittlerweile gelaufen sind. Und dann kommen Sie auf ganz andere Bewertungen. Und wir haben das im Ausschuss auch schon angesprochen. Wie gesagt, das Sondervermögen hilft uns schnell, sofort und auch zielgenau. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, von Seiten der SPD ist ja angesprochen worden, die Zahlen zum 30.09., das, was ich gerade erwähnt habe. Aber lieber Herr Kollege Warnecke, ich glaube, wir sollten schon ernsthaft darüber diskutieren, über diese Dinge. Und das, wie Sie es hier vorgetragen haben, glaube ich, ist eher dem Datum geschuldet gewesen, anstatt einer ernsthaften Auseinandersetzung. Und Sie sollten auch damit in Bezug setzen, und wir werden es morgen früh sehr ausgiebig diskutieren, das Kommunalpaket, wo ja auch wichtige Teile aus dem Sondervermögen dazu beigesteuert werden. Ich habe es vorhin in meiner Haushaltsrede schon erwähnt, wie wichtig ist die Unterstützung der Kommunen. Und letzter Punkt, lieber Herr Schalauske, Sie haben gesagt, die Stellung des Parlaments wird gestärkt durch das Sondervermögen. Sehr gut, dem ist fast nichts hinzuzufügen, außer das Sondervermögen ist transparent, mehrjährig, und wir sind gemeinsam schnell handlungsfähig. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, vielen dieser Wortbeiträge muss ich nicht allzu viel hinzufügen, aber ich will schon auf das eine oder andere, Herr Warnecke, insbesondere Ihres Redebeitrags eingehen und noch einmal für alle diejenigen, die dem Haushaltsausschuss angehören, eine grundsätzliche von Ihnen aufgeworfene Kritik ansprechen, nämlich, das sind Fragen offen geblieben. So habe ich Sie jedenfalls heute verstanden. Ich erinnere mich an keine einzige Frage, die Sie gestellt haben oder die Kolleginnen und Kollegen, ob Regierungsfraktionsvertreter oder Oppositionsvertreter, die nicht beantwortet worden ist. Ich erinnere mich nicht daran, dass wir abgelehnt haben, dass auf die Frage, könnten wir auch über kleinere Beträge als 1 Million € berichten, gesagt haben, das können wir gerne machen. Ich habe Ihnen dargelegt, weshalb wir seinerzeit auf die Idee gekommen sind, von einem ursprünglich mal ab 10 Millionen € Beträgen behandeln in den Haushaltsausschüssen 1 Million gemacht haben. Und ich bin gerne bereit, dass wir den Betrag auch noch einmal reduzieren in der praktischen Umsetzung. Ich frage mich nur, ob Sie glauben, dass das der Handlungsfähigkeit des Haushaltsausschusses dienlich ist, wenn Sie nämlich Gelegenheit haben, bei jeder Gelegenheit zu fragen, auch in den Haushaltsausschusssitzungen, was gibt es denn sonst noch so an relevanten, möglicherweise hat es 50.000 gekostet und es interessiert uns. Also seien Sie bitte so gut, hören Sie auf, eine Mehr zu betreiben, als würden wir im Haushaltsausschuss nicht über wirklich jede Frage ausführlich reden. Und der Kollege Reul hat eben den Wirtschaftsplan angesprochen. Der Kollege Reul hat eben den Wirtschaftsplan angesprochen. Auch dazu sind wir keine einzige Frage schuldig geblieben. Wir haben Sie gefragt, sind Sie mit der Darstellung einverstanden? Wir haben uns im Ministerium da mit ein paar Stunden beschäftigt. Was schreiben wir da rein? Wie stellen wir es dar, dass es möglichst aussagekräftig ist? Auch dazu habe ich jedenfalls nicht in Erinnerung, hat es Kritik von Ihnen gegeben, sondern im Gegenteil. Ich hatte eher das Gefühl, dass die meisten einverstanden waren mit der Darstellung, wie wir sie dort vornehmen. So, und jetzt noch einmal vielleicht zu der einen oder anderen Maßnahme. Wir haben, auch das haben Sie eben, glaube ich, falsch in Erinnerung formuliert. Wir haben über 10 Millionen € gesprochen, die wir zunächst einmal einstellen wollen und die der Haushaltsausschuss auch mehrheitlich votiert hat, für Hygienemaßnahmen in hessischen Schulen. Eine erste Tranche habe ich mehrfach erklärt und müsste bei Ihnen auch angekommen sein. Ich will es hier noch einmal sagen. In Summe beträgt das, was wir jetzt mit den Kommunen am letzten Freitag schriftlich vereinbart haben, 100 Millionen €. Schutzmaßnahmen für Kitas und Schulen, wobei ich davon ausgehe, dass die Kommunen den größten Teil davon für die Schulen verwenden werden, weil sie halt baulich anders sind als die Kindertagesstätten. So, und dann an die FDP. Was wollen Sie denn eigentlich jetzt noch? Sie stellen einen Antrag, möglicherweise haben Sie von der Verabredung mit den Kommunen schon vorher gehört, stellen einen Antrag über 109 Millionen €, brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir machen einen exakt gleichen Aufschlag, indem wir sagen, 100 Millionen € als Mitfinanzierung für die kommunalen Aufgaben als Schulträgerin, als Schulträger. Ja, ist doch richtig. Und da kommen Sie auf die Idee, hier über Konnexität zu reden. Das machen wir völlig freiwillig. Es gibt eine klare Zuständigkeit. Ich will gar keinen Danke dafür haben. A, es ist nicht mein Geld. Und B, halte ich es für selbstverständlich, dass wir die Schulträger, die Kommunalen, unterstützen bei dieser schwierigen Aufgabe. Aber es könnte doch einmal Erwähnung finden, dass wir mit einem solchen Paket plus dem, was die Schulträger selbst in die Hand nehmen, jedenfalls ganz sicher eine auskömmliche Finanzierung für dieses Problem haben. Und ansonsten reden wir bei dem mittlerweile legendären Corona-Check von Frau Schardt-Sauer von mir aus jedes Thema, jeder Haushaltsantrag von mir aus, auch 10.000 € schwere Anträge über Ihren Corona-Check, habe ich überhaupt kein Problem, nehme ich auch gerne die Zeit. Aber es wird dann immer so sein, dass wir Ihnen eine grundsätzliche Aussage vermitteln. Herr Kaufmann hat es angesprochen. Wir reden auch über Konjunkturstimulation. Und das macht nicht nur Hessen, das macht Rheinland-Pfalz, das macht Mecklenburg-Vorpommern, das macht Nordrhein-Westfalen, das macht der Bund und alle anderen zudem auch. So, und vor dem Hintergrund halte ich es für sinnvoll, dass, wenn wir Konjunktur stimulieren, wir es dort tun, wo es auch Zukunftsfähigkeit mit sich bringt. Ob das Klimaschutz ist, ob das Digitalisierung ist, ob das Attraktivitätssteigerung von Innenstädten ist oder ob es beispielsweise
auch die Stimulation der Bauwirtschaft ist. Die Handwerkskammern und die Bauverbände sagen uns heute, das wird nicht so bleiben, wie es jetzt gerade ist mit der Auftragslage. Und dem greifen wir frühzeitig vor und signalisieren diesen wichtigen Branchen, wir dürfen in Deutschland nicht nur über Automobilwirtschaft, wir müssen auch beispielsweise über die Bauwirtschaft reden, und signalisieren denen, dass wir weiter mit im Boot sind und dafür sorgen wollen, dass es nicht dort auch noch einen konjunkturellen Einbruch gibt. Und dann kommt's. Und dann komme ich noch einmal zur SPD, Herr Warnecke. Und Herr Kollege Al-Wazir hat mir gestattet, dass ich ihn zitiere, und es geht uns gemütsmäßig gerade völlig identisch. Ja, Fassungslosigkeit ist die richtige Beschreibung dafür, dass die Sozialdemokraten im Zusammenhang mit einer wichtigen konjunkturpolitischen Maßnahme, nämlich dem Wohnungsbau und der Förderung, der konjunkturellen Förderung der Bauwirtschaft, alles Themen, die Ihr Kanzlerkandidat Scholz rauf und runter dekliniert und macht, übrigens auch mit vielen Töpfen und Sondervermögen im Bundeshaushalt, wie Sie wissen, dass Sie dagegen stimmen, dass wir eine Eigenkapitalerhöhung, ich betone, eine Eigenkapitalerhöhung bei der Nassauischen Heimstätte machen, um die zu ertüchtigen, noch mehr in energetische Sanierung zu investieren, als sie es eh schon tun. Da stimmt die SPD dagegen. Ich sage Ihnen, es macht nicht nur mich, es macht wahrscheinlich auch die Mieter und die Verantwortlichen bei der Nassauischen Heimstätte und die Öffentlichkeit fassungslos und den Tarek Al-Wazir sowieso. Herr Staatsminister, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Fraktionsredezeit abgelaufen ist. So, und um den Kollegen Weiß von gestern zu zitieren, Herr Weiß, Sondervermögen, Debatte im Landtag, Debatte im Haushaltsausschuss, gerne wieder, jederzeit, auch am späteren Abend. Danke fürs Zuhören. Danke schön, Herr Minister. Herr Kollege Warnecke hat sich zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege Warnecke, Sie haben die Möglichkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass Sie, Herr Minister, in einer Art und Weise hier einsteigen, die, wenn Sie das Protokoll lesen, zumindest zu einer Rücknahme einer Behauptung führt. Ich habe ausdrücklich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelobt, die auf die Fragen kompetente Antworten geben, die sich nicht immer aus den Texten alleine ergeben. Punkt. Und ich habe nur gesagt, dass die Verheißung von Herrn Kaufmann, dass die Opposition mit Trippelschritten durch einen Nachtragshaushalt geht und wir das jetzt mit einem Sondervermögen mal irgendwie hinkriegen und damit der Opposition eigentlich das Fragerecht auch noch entziehen wollen, dass das nicht geht. Das heißt, die Verheißung, die Sie damals im Landtag formuliert haben, war schlichter Quatsch, um das mal deutlich zu formulieren. Erster Punkt. Und da brauchen Sie nicht zu behaupten, dass ich gesagt hätte, dass irgendeine Frage unbeantwortet geblieben ist. Keine der Fragen ist hier unbeantwortet geblieben. Allerdings hatten die Regierungsfraktionen nie Fragen. Und das ist dann wiederum erstaunlich. Darum geht es in der Tat. Das Parlament besteht ja nicht nur aus der Opposition in solchen Situationen. Aber wenn die Regierung offenkundig ihre Abgeordneten, so muss man das ja beinahe verstehen, es gibt da exklusive Abgeordnete, über alles informiert und die keine Fragen haben, ist das schon eine Frage, wie mit dem Parlamentarismus umgegangen wird. Zweite Frage, die Sie angesprochen haben, in der Tat haben wir die Frage, ob die Wohnungsbaugesellschaft 200 Millionen € kriegen sollen, nicht positiv beantwortet, weil wir der Auffassung sind, dass das in einen regulären Haushalt gehört. Und Herr Minister, Sie selber haben das ja auch gerade formuliert. Sie selber haben das ja gerade formuliert, dass man das auch mit dem normalen Haushalt machen kann. Ah ja? Und da kann man es nicht machen. Ist das haushaltstechnisch nicht möglich? Herr Al-Wazir hat auch gerade gelacht. Okay, wir nehmen das mit. Herr Al-Wazir ist der Auffassung, dass das mit einem normalen Haushalt nicht zu machen ist. Okay, wenn Sie als Wohnungsbauminister sagen, die Aufstockung des Eigenkapitals ist nicht möglich durch den normalen Landeshaushalt, wäre das sehr eine interessante Variante, warum wir zukünftig immer Schattenhaushalte brauchen, um aus Schattenhaushalten so etwas zu finanzieren. So weit, so gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie umgekehrt sagen wollten, dass angesichts der Konjunktur wir von den 12 Milliarden, wovon wir ungefähr 1,65 Milliarden ja bisher erst beschlossen haben, eigentlich viel mehr Geld hätten für die Bauindustrie ausgeben müssen und, weil das Geld ist ja noch lange nicht ausgegeben von diesen 1,6 Milliarden, dann können wir Ihnen sogar zustimmen. Nur wo ist das? Wo machen Sie das? Und vielleicht noch einen letzten Punkt, lieber Herr Boddenberg, der war schon interessant. Also die FDP-Fraktion stellt einen Antrag über bummelig 100 Millionen €.
um die 10 Millionen € aufzustocken oder auf 100 Millionen € zu bringen. Die lehnen Sie ab mit der Begründung, dass Sie ja irgendwelche Verhandlungen geführt haben, die auf dieselbe Summe läuft. Nein, Sie haben das gerade so dargestellt. Also, wenn die 100 Millionen € von der Landesregierung beantragt werden, ist das gut. Und wenn irgendwelche Corona-Maßnahmen für Schulen und für Kitas gemacht werden sollen, ist das schlecht, weil es kam von der FDP und das ist beinahe auch noch zeitgleich. Was aber nicht geht, ist, wir hatten in der Tat thematisiert, was bedeutet es dann? Und da ist in dem Ausschuss das Wort gefallen, eigentlich sei man dafür ja nicht zuständig. Daraufhin habe ich noch gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sehe ich ein bisschen vorsichtig, weil unser Landkreis allein 850.000 € für IT-Ausstattung bezahlt, die auch nicht unsere Sache sind, wo wir uns im Kreistag einig waren, wenn Sie sich jetzt richtig erinnern, dass wir gesagt haben, wir können ja nicht aufs Land warten, damit die Schülerinnen und Schüler keinen Unterricht, keinen Fernunterricht machen können. So ist die Situation. Wenn Sie jetzt versuchen darzustellen, dass wir eine andere Argumentation hatten, ist das schlicht und einfach falsch, lieber Herr Boddenberg. Und ich bitte einfach nachzuvollziehen, dass Ihre Argumentation dort nicht richtig war und wir nur gesagt haben, es könnte ja sein, dass Sie dann auf die Konnexität kämen, das Argument, und das deshalb nicht machen wollten. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben das Programm aufgestockt im Einvernehmen mit den Kommunen. Ist ja alles in Ordnung, nur man hätte uns darüber ja auch anders informieren können als mit diesem Argument. Möglicherweise droht Konnexität. Das dazu. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend. Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Mir liegt eine weitere Wortmeldung von Herrn Kollegen Kaufmann vor. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Warnecke, also für einen Norddeutschen haben Sie sich ziemlich massiv jetzt hier echauffiert. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe mich eigentlich gemeldet, um Ihnen an einer Stelle, an einer einzigen Stelle sozusagen ein bisschen eine Brücke zu bauen zum Thema Eigenkapitalerhöhung bei der Nassauischen Heimstätte. Auch Sie könnten mal in aller Ruhe zu Hause in das 141er-Gesetz hineinschauen, in den Paragraphen 4. Da sind finanzielle Transaktionen geregelt, und danach ist dieses völlig unabhängig, ob Sondervermögen oder nicht, machbar. Das hat der Finanzminister auch angedeutet. So, jetzt ist welcher Unterschied vorhanden, weil Sie sich so echauffieren? Wenn wir es aus dem Sondervermögen finanzieren, dann haben wir eine Tilgungsverpflichtung, die sehr viel zeitnäher ist, als wir, wenn wir es sozusagen nicht daraus finanzieren. Weil die Tilgung, weil für Kredite des Kernhaushaltes gibt es keine Tilgungsverpflichtung im Sinne der Zeit. Da gibt es nur eine einzige, nämlich wenn wir Steuermehreinnahmen haben. Das ist alles ganz einfache Haushaltswirtschaft. Und deswegen verstehe ich den Grund, warum Sie sich aufregen, nicht, dass das jetzt ein relevanter Punkt sein soll. Und damit Sie begründen, warum Sie plötzlich gegen die Maßnahmen, die mit den Sondervermögensmitteln bei der Nassauischen Heimstätte initiiert werden sollen. Das ist Ihr Problem, das darzustellen. Ich merke an der Aufregung, die Sie hier vorgeführt haben, dass Sie das so langsam spitz kriegen und dass es möglicherweise eine Fehlentscheidung war. Aber es ist klar, wir wollen die Konjunktur ankurbeln. Was der Finanzminister gesagt hat, muss ich nicht wiederholen. Das steht völlig klar da, und es ist sinnvoll, das auch jetzt so zu finanzieren, wie wir Ihnen das vorschlagen. Und deswegen wird die SPD noch einmal darüber nachdenken. Wir haben ja demnächst wahrscheinlich mal wieder eine Runde dieser Art, und Gelegenheit wird es viele geben. Wie gesagt, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, vor allem nicht jetzt am späteren Abend, dass wir doch noch ein Stück zusammenkommen und merken, dass es gemeinsam aus der Pandemie der leichtere Weg ist, als wenn wir uns hier über Corona-Checks und Finanzierungswege, die letztendlich niemand versteht. Die Leute sind interessiert, dass es besser geht, dass es vorankommt. Und da sollten wir ihnen helfen und nicht an der falschen Stelle Streit vom Zaun brechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache und haben den Bericht des Haushaltsausschusses entgegengenommen.